Treffer nur. Somit habt ihr in Summe 3 Treffer. Herr Hartmann von Rotenburg, ihr seid der letzte Reiter. 4 gilt es zu schlagen. Herr Hartmann, ihr habt euer Schwert vergessen. Knappe, reicht dem Herrn Hartmann noch einmal ein Schwert? Was meint ihr? Sein Streithammer, mit dem er sonst in den Schlachten die Köpfe seiner Gegner zertrümmert, soll ihm Waffe in diesem Exerzitium wohl sein. Doch den Kopf gespalten und auch am Ende der Bahn. Den Apfel gespalten, macht somit 5 Treffer für die Kumpanei des Meister Kallus. Was ist mit dem Knappen? Es geht doch noch Leben in ihm? Macht euch keine Sorgen um den Knappen. Der ist Schmerzen gewohnt, der ist verheiratet. Außerdem werden die Knappen bei uns sowieso nur nach Knochenbrüchen bezahlt. Ich werde auch gleich den Medikus holen lassen. Er wird ihm Moorbäder verschreiben. Das hilft zwar nichts, aber er gewöhnt sich schon mal an die feuchte Erde. Ja, manche brauchen die Peitsche, um zu funktionieren. Eine Spontanheilung. Aber, knappe Martin, ob das so eine gute Idee war. Denn 5-4 endet das erste Exerzitium. Siege also die Kumpanei des Meister Kallus. Wir folgen auf mit dem zweiten Exerzitium. Knappe, habt ihr wenigstens ein schnelles Ross? Ich hoffe. Dann lasst uns die Staffetta reiten, den Staffelritt. Es gilt auf mein Zeichen, dass der erste Reiter mit seinem Rosse losstartet. Einmal mit dem Ross über die Bahn, dort am Ende der Bahn, das Ross um den Spieß herum gewendet und wieder zurück. Ist der erste Reiter am Ende angekommen, dann darf erst der zweite Reiter hinauf, Ross wenden und wieder zurück. Dann der dritte und letzte Reiter. Und der dritte und letzte Reiter, der als erstes seinen Spieß in dieses Burgtor rammt, dieser ist mit seiner Kumpanei Sieger der Staffetta des Staffellaufes. Ja, seid ihr bereit für die Staffetta? So lasset die Staffetta beginnen! Beide noch fast gleich auf! Jetzt abgeklatscht und den zweiten Reiter in die Bahn geschickt. Otto von Falkenstein hat ein schnelles Ross, wie mir scheint. Aber Reinhold von Kahlenberg kann schneller wenden. Eine Halblänge Vorsprung. Nun der dritte und letzte Reiter. Dieser Ritt entscheidet um den Sieg. Augenzwinkern schneller gewann der knappe Martin mit seiner Kumpanei den Staffelritt. So ist das also der erste Sieg. Und so, Meister Kallus, werden wir weiter gegen euch kämpfen und wir werden vorsichtig weitermachen. Im nächsten Exerzitium. Sollen wir euch die Gießkanne bringen? Vielleicht wächst sie ja auch noch. Ja, ich weiß wohl, dass Gott der Herr mich um eine Kopfeslänge zu kurz auf die Welt gebracht hat. Aber das hat er an anderer Körperstelle mehr als ausgeglichen. Ja, ich hörte schon, Lügen haben kurze Beine. Es wird geritten auf das Dreibein, den Roland, um zu sehen, wie die Ratte mit der Lanze ihr Ross beherrschen und wie treffsicher sie mit der Lanze sind. Es gilt, den Roland mit lautem Rufen für sich zu fordern und das Schild mit der Lanze zu treffen, dass der Roland in eine ganze Rotatio gebracht wird.
dann muss man sich so schnell wieder vom Roland entfernen, dass man nicht vom dahinter angebundenen Sandsack aus dem Sattel herausgeschlagen wird. Jeder Reiter hat einen Anritt auf das Schild und wir zählen, wer die meisten Treffer mit seiner Kumpanei auf den Roland hatte. Und so, ihr Herren, lasset den Ritt auf den Roland beginnen. Otto von Falkenstein hat das Schildelin jedoch mit seinem Kopf und nicht mit der Lanze getroffen. Volk zu Berlin, wollt ihr diesen Treffer mit dem Kopf gelten lassen, oder? Ja. Elendes Geschmeiß. Also steht es 3-3 und wir haben im Ritt auf den Roland mit der Lanze noch keinen Sieger gefunden. Ihr wollt mit der Lanze eine Entscheidung in diesem Exerzitium? Ja. Wir verlangen nach einem schönen Exerzitium. Die Knappenprobe, Herr Hartmann, ist ein Reiterspiel der Raubritter. Wir wollen noch ein bisschen Blut sehen. Das ist ein sehr gefährliches Spiel für die Knappen, wenn ihr die Knappenprobe hier reiten wollt. Außerdem brauche ich für die Knappenprobe einen Freiwilligen, der sich einer brutalen Gefahr aussetzen möchte. Einen Freiwilligen von meinen... Es gibt auch etwas Goldenes zu gewinnen für den Freiwilligen. Ja, ein goldener Preis für den Freiwilligen, der sich in die Bahn stellt und von den Rittern umreiten lässt. Ich brauche nur einen. Macht das einfach unter euch. Macht es unter euch aus. Kämpft es unter euch aus. Wer alle Kämpfe gewonnen hat und übrig bleibt, der soll den goldenen Preis erhalten. Und der darf dafür in der Knappenprobe sich den Rittern mit der Lanze entgegenstellen.